Ja, ein bisschen Verständnis, dass Herr Walter natürlich vor seiner Prüfung, die er gleich unterstützt, beziehungsweise bei dem großen Preis, noch mal hier und da schauen will. Er kommt sofort zu uns, auch unser Kollege Andreas Krieg. Ich darf ganz, ganz herzlich Birgit Kiewel begrüßen als Leiterin der Abteilung Konzern Marketing der Landesbank Baden-Württemberg und ebenfalls Jürgen Walker, Mitglied der Geschäftsleitung der Vertriebsdirektion Württemberg und natürlich unseren Chef, Andreas Kohl, Geschäftsführer der Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft und den Freund und Kollegen Carsten Rotermund. Wir werden uns also gleich hoffentlich in Kürze vermehren. Willkommen zur Abschlusspressekonferenz, traditionell ja vor Abschluss der Veranstaltung, aber wir gehen davon aus, dass wir nochmal ein Highlight setzen können im großen Preis von Stuttgart, präsentiert von der BW Bank, Mercedes-Benz und Walter Solar. Andreas Kroll, erstmal die Frage an Sie. Die Hallen waren voll, es war mega Stimmung. Hat sich das auch in den Zuschauerzahlen gelegt? Wissen Sie genau was? Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir sehr zufrieden sind. Ich habe ja immer gesagt, 50.000 ist unser Ziel und bei 55 sind wir happy und wir sind happy. Also wir haben die 55 jetzt bereits erreicht und jede Karte, die an der Tageskasse noch verkauft wird, ist das, was noch drüber geht. Wir sind momentan circa auf Vorjahresniveau, was die Gesamtzahl angeht. Wir hatten letztes Jahr 55.200 und haben jetzt genau 55.200 in ein paar Sequenzen. Also es wird noch ein bisschen was an der Tageskasse gehen und wir haben, also nachdem wir einen wirklich guten Mittwoch hatten, einen sehr guten Donnerstag wieder hatten, einen herausragenden Freitagabend, einen Samstagmittag, der sowas von knallvoll war, dass wir wirklich richtig komplett ausverkauft waren am Samstagabend, definitiv die Kassen sogar schließen mussten. Heute werden wir den besten Sonntag, zumindest seit wir als in Stuttgart verantwortlich sind, für die German Masters. Und ich habe gestern mit Dr. Rainer Vögele und mit dem Hotel Frixinger gesprochen. Auch die konnten wir es bestätigen, eigentlich ever erreichen. Also wir werden heute 7.200 momentan, vielleicht werden es auch 7.300 Besucher zählen in der Hans-Martin-Schleier. Also es spricht für die Entwicklung von dem Turnier, es spricht für die unglaubliche Spannung, die wir hatten, für die Überraschungen, die wir natürlich auch im sportlichen Bereich hatten. Jeder von unseren großen Partnern, unser Hauptsponsor, hatte eigentlich die Überraschung in seiner wichtigsten Prüfung. Wir hatten Mittwoch den Doppelsieg der Iren beim Indoor-Eventing. Wir hatten am Donnerstag den Mitarbeiter von Kai Hottopage aus Alpführen als Überraschung. Wir hatten am Freitag den Martin Fuchs nicht unbedingt als Überraschung, aber hat es zum ersten Mal hat er ein Auto gewonnen, hat er uns gesagt. Und dann auch noch als Mercedes-Botschafter. Perfekt. Also besser kann es eigentlich in der Richtung fast schon zu gut laufen. Also man hat schon fast, wie kann man das noch steigern nächstes Jahr, bei uns wird es hier nicht was Neues einfallen. Insgesamt ein tolles Fazit von meiner Seite. Vielen Dank, Andreas Kroll. Frau Kiesel, aus Sicht eines Sponsors, der schon lange und traditionell dabei war, wie haben Sie dieses Jahr bisher erlebt? Ja, das will ich kritisieren. Also, wir sind natürlich ein super Turnier. Und mein großes Kompliment an den Veranstalter, dass er auch jetzt im 35. Jahr, muss ich ja auch sagen, das immer wieder abrufen kann, diese Qualität und sich im Endeffekt dann doch immer ein bisschen wieder neu erfinden muss. Ja, also das ist ja schon über die lange Zeit auch eine Challenge und auch für uns BW Bank klar, so lange dabei zu sein von Anfang an, das wird auch immer gerne so ein bisschen als, ja klar, die sind auch wieder dabei gesehen, de facto muss jedes Jahr auch hier wieder Nutzen ja, gebracht und dargestellt werden. Und den sehe ich für uns. Also wir haben super zufriedene Kunden, wir haben ein tolles Publikum. Wir haben auch für uns ein paar neue Dinge gemacht. Wie wir gesehen haben, stand vorne im Foyer mit unserer Spendenaktion. Und auch in Social Media, denke ich, haben wir ein bisschen unterstützen können durch diese Backstage-Themen. Also wir haben versucht, auch ein bisschen wieder was Neues rauszuholen. Und wir sind einfach begeistert und ich persönlich bin aber schon sehr lange dabei. Es ist immer wieder faszinierend, die Atmosphäre in der Schleimhalle. Vielen Dank, Frau Kiesel. Herr Walker, auch Mercedes-Benz hat sich wieder was Neues einfallen lassen. Wir haben Annika Hansen, die Mercedes-Botschafterin, gesehen,
die in der Bahn eine Aktion gemacht hat, die für Zuschauer was gemacht hat. Das heißt für uns natürlich, dass sich unsere Partner, ich sage mal, mit uns auch für die Veranstaltung engagieren, auch im Kopf drum machen, was kann man nächstes Jahr machen. Aus Ihrer Sicht auch das ein Erfolg? Absolut. Für uns ist die Mercedes German Masters wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Eventkalenders und ich glaube, weder Stuttgart wäre ohne den German Masters vorstellbar, als auch Mercedes-Benz. Und wir sind ja seit 35 Jahren von Anfang an dabei, seit 34 ersten Jahr als Mobilitätspartner noch und seit 34 Jahren als Hauptsponsor. Ich darf dieses Turnier nun selbst schon seit 7 Jahren begleiten. Und ich möchte auch mal in dem Zusammenhang gerne, gestatten Sie mir, Anlass nehmen für die langjährige Partnerschaft. Ein herzliches Dankeschön sagen an den Schild Stuttgart, stellvertretend an Sie, Andreas Kroll. Die Veranstaltung auch dieses Jahr wieder ist aus meiner Sicht professionell organisiert, ganz souverän geführt. Und ich gebe das auch immer im Nachhinein als Feedback von unseren Kunden. Wir haben mehrere Kunden hier über die Tage zu Gast. Es wird immer ganz, ganz tolles Feedback wiedergespiegelt von unseren Kunden. Und es fasziniert uns allen, mich persönlich auch. Und ich habe, glaube ich, am Freitagabend wieder einen sehr tollen Mercedes German Masters gesehen, mit aus meiner Sicht einem sehr anspruchsvollen Parcours, was dann auch immer von den Reitern sehr viel technische Raffinesse bedarf und die großartigen Sport gezeigt haben. Und am Anschluss, glaube ich, ein spannendes Stecken mit einem sehr, sehr verdienten Sieger. Und ich glaube, die meisten von Ihnen waren auch bei der Pressekonferenz auch einen sehr, sehr sympathischen Sieger, der sich sehr gefreut hat über den ersten Sieg über die German Masters, über den Mercedes German Masters und auch über uns auch. Vielen Dank, Herr Walter. Herzlich willkommen, Herr Walter. Und dann sind wir weiter sogar, auch langjähriger Partner. Im großen Preis von Stuttgart, natürlich auch Partner beispielsweise beim Indoor-Eventing. Walter, Sie sind auch immer Querdenker. Wie fanden Sie die Veranstaltung? Ja, schönen guten Tag miteinander. Bitte Entschuldigung, dass ich ein bisschen mit dem Kundengespräch ein bisschen vertieft. Muss ja auch sein, deswegen sind wir auch hier. Ja, ganz herzlich willkommen. Für uns war das natürlich bisher ein ganz, ganz tolles Event. Hat da begonnen am Mittwochabend mit unserer Veranstaltung mit dem Indoor-Derby dann. Ein ganz, ganz klasse Startfeld mit viel Emotionen, auch beim Publikum, war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und wir hatten ja auch bisher sehr, sehr hohes Niveau im ganzen Turnierbereich, was natürlich dieses Turnier auch auszeichnet. Wir selber als Firma Walter Solar haben ja mehrere Funktionen in der Veranstaltung hier. Zum einen sind wir Sponsor oder dürfen Sponsor sein. Zum anderen sind wir Aussteller hier in der Porsche Arena schon seit Jahren, seit es die Porsche Arena gibt, sind wir hier. Dann sind wir in der Regel auch aktive Teilnehmer, dieses Jahr leider nicht. Mario hat die Hand gebrochen, deshalb konnte ich leider nicht leiden. Von der Excel haben wir dieses Jahr eine Disziplin ausgelassen, sage ich mal. Und dann haben wir eigentlich jetzt dieses Jahr wiederum das Energieforum veranstaltet, das dritte Mal. Ein ganz, ganz toller Erfolg hier in der Porsche Arena, laden wir Gäste ein. Und wir waren überwältigt, dass wir über 80 Gäste hatten hier, die unser Energieforum, das wir anbieten, dann rund um die Energie, das auch unser saubere Sport, saubere Energie, das ist unser Thema, kommt ganz, ganz, ganz gut an und das ist eine tolle Geschichte. Ich hoffe, wir haben nachher noch ein tolles Event dann beim Hauptsprecher, dann jeder Frosch, das ist wie jedes Jahr ganz, ganz toll. Für uns rund um die gelungene Sache. Vielen Dank. Einen kleinen Werbungstropfen habe ich doch. Es hätte mich gewundert, wenn nicht. Wenn man als Zuschauer hier vom Parkplatz rüberkommt, über die Brücke, da stehen unten und herkommen links und rechts zwei Mülleimer. Die waren am Donnerstag voll, sind jeden Tag voller geworden, bis sie dann gestern Abend übergewollt sind. Dann. Heute Morgen waren sie zum Glück, waren sie dann leer geworden. Ich denke, so ein tolles Event, müssen wir vielleicht gucken, nachdem die in Stuttgart ja eine Tochterfirma ist von der Stadt Stuttgart, kann man das wahrscheinlich organisieren, dass diese Müll. Ich fand es schade für dieses tolle Turnier, diese Müllberge vor der Brücke. Vielleicht ist es nur wieder hochgefahren, kann auch sein, aber ich denke mal, prima, vielen Dank. Freut uns, dass auch unsere Sponsoren und Partner ein wichtiges Detail haben. Carsten Rotermund, wir hatten
ist gerade schon angeklungen, eine Veranstaltung voller Überraschungen. Was waren so deine Highlights? Ja, also meine Highlights waren wirklich, wir hatten ein Top-Teilnehmerfeld in der Kultur, aber auch mit Überraschungen, wie gestern die beiden Siege, einmal von Lisa Müller im Grand Prix und in der Kür auch von Jessica Fabrego-Werdel, also waren für den Sport, für die Sachen waren das tolle Ergebnisse, das war schon was Besonderes. Aber wir wussten auch, bei Isabel hat es ja gestern im Grand Prix nicht so funktioniert und da haben wir sofort gesagt, heute wird es so richtig angreifen und so war es dann auch. Also aus meinem Bereich Dressur sehr gelungen und natürlich auch in diesem Jahr mit dem Fahren. Wir hatten ein ganz klasse Starterfeld und unsere deutsche Mareike Rahm hat einen super Einstand hier gegeben. Also ich für meinen Bereich bin auch wirklich zufrieden. Vielen Dank. Ich bin ein bisschen neidisch auf Andreas Krieg. Er war ja letztes Jahr und vorletztes Jahr und auch dieses Jahr wieder der beliebteste Turnierleiter, was meine Reiter angeht, wurde umlagert und bekniet, ob er dann noch Pony zulassen kann oder doch noch die Wildcards noch kopieren könnte und weiter rein kann. Aus deiner Sicht fühlst du dich wohl? Ja, ich fühle mich wohl. Ich glaube, man hätte das Drehbuch nicht besser schreiben können, wie es hier gelaufen ist. Ich will gar nicht auf die einzelnen Prüfungen eingehen, weil es war nirgends irgendwo zu sehen, dass es nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Aber Dankeschön möchte ich sagen an unser Publikum, das wir haben, weil ich bin überzeugt, dass diese Leistung, die die Reiter und die Pferde hier gebracht haben, nur aufgrund des Publikums möglich sind, weil die geben die Stimmung, die geben die Ambiente, dass die Reiter auch diese außergewöhnlichen Leistungen erbringen und die Pferde natürlich auch. Man merkt, manche Pferde kommen rein, die Stimmung ist da, die Pferde, die sind an und geben alles und das wird mein Publikum beibringen. Vielen Dank. Andreas Kroll, sportlich super, auch Backstage super. Also ich habe tatsächlich keinen Punkt, wo ich sagen muss, es hat irgendwo richtig geholfen. Natürlich knirscht es ein Stück weit bei so einer Großveranstaltung, es kann gar nicht ausbleiben, wenn diese vielen Rädchen, die ineinander greifen müssen, tatsächlich aufeinandertreffen. Aber das hat alles wirklich super souverän funktioniert, auch schwierige Situationen wurden gut gemeistert. Und es ist ein gutes Zeichen, dass wir wirklich ein tolles Team haben. Dafür vielen Dank an die drei Turnierdirektoren, vielen Dank an unsere Mannschaft, an unser Team. Und selbstverständlich, und nicht nur, weil sie hier auf dem Podium sitzen, sondern ganz wichtig auch ihre Mitarbeiterinnen, die teilweise auch hier im Auditorium sitzen. Vielen Dank an die Hauptsponsoren. Auch die Zusammenarbeit fantastisch, reibungslos und auch immer wieder intensiv. Und hier gibt es noch einen Impuls und da gibt es noch eine Nachfrage. Durchaus auch mal eine kritische Anmerkung von Dingen, die Herr Walter gerade angesprochen hat, bis vielen anderen Dingen, das gehört dazu und das kann man nur aufnehmen, kann verarbeiten und hoffentlich das auch verändern. Vielen Dank diesbezüglich. Ich habe noch eine ganz kleine Ergänzung, eine kleine Botschaft, aber nicht unwichtige Botschaft, für uns sogar eine sehr wichtige Botschaft. Ich konnte gerade von Isabel Wehrt die Zusage bekommen, dass sie beide Botschafterin ist für den German Masters und gestern hatten wir uns mit Michael Jung und seinem Vater verabredet, dass er auch für weitere 3 Jahre unser Botschafter ist. Also die Signale, die nehmen wir sehr, sehr gerne und wollen wir Ihnen natürlich jetzt auch gleich mitgeben, weit auf, dass wir eben das Turnier auch würdig mit den Top-Reitern, mit der Top-Reiterin weltweit und mit dem Top-Reiter in der Vielseitigkeit weltweit uns entsprechend präsentieren lassen. Ich glaube, besser geht es gar nicht und dafür auch da. Vielen Dank. Glückwunsch. Danke schön. Schöner Jahr. Herzlichen Dank. Es gibt nachher zum ersten Mal beim 35. Turnier eine Demo vor dem Haupteingang gegen den Pferdesport. Harsche Anschuldigungen, die wir schon kennen, übertrieben, wie ich finde, aber immerhin. Wie gehen Sie damit um? Relativ gelassen, also insofern, dass wir tatsächlich, ähnlich wie Sie, die Kritik, die zumindest schriftlich geäußert wurde, nicht nachvollziehen können. Also die ist aus unserer Sicht emotional auch am Thema vorbei. Wir werden sicherlich die Situation beobachten, jetzt mal was die Sicherheitsthematik angeht, ganz klar.
Es sind 15 Teilnehmer angemeldet und auch das zeigt in etwa die Wertigkeit aus unserer Sicht des Ganzen, also in der Wahrnehmung als solches. Trotzdem muss man sich natürlich der Sache stellen und das Ganze prüfen. Wenn die Kritik anders gewesen wäre, wenn es Anlass zur Kritik gegeben hätte, aus unserer Sicht, dann hätten wir den Themen weiter nachgehen müssen. Aber das, was wir gehört haben an Kritik, das ist kein Grund, dass wir hier beunruhigt sein müssen. Dann danke herzlich. Danke natürlich Frau Kiese, Herr Walker und Herr Walter herzlich fürs Erscheinen auf dem Podium. Ich wünsche viel, viel Spaß, spannenden Sport im Großpreis von Stuttgart präsentiert von der DB-Bank mit dem Spenz und Walter Solar, den richtigen Sieger. Und Herr Kolb, vielleicht kriegen wir auch noch einen Springhalterbogen auf dem Moment. Können natürlich nur Sieger sein.